Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen OMSI 2 Video. Es ist eine neue Mod erschienen für den MAN DL und diesen wollen wir uns heute anschauen, diese kleine Mod. Die Mod kommt von Simon, unter anderem auch bekannt unter Projekt Potsdam. Und diese Mod soll heute noch veröffentlicht werden im Laufe des Tages. Wann es genau ist, weiß ich nicht. Ich packe euch das Ganze aber natürlich hier unten in der Videobeschreibung mit rein. Zur aktuellen Lage ja natürlich, was da draußen los ist mit dem Coronavirus und so weiter und so fort, ne, möchte ich euch jetzt natürlich absolut nicht langweilen. Ja, dass das Ganze eine absolut dramatische Situation ist. Ausnahmezustand, kann man einfach nur davon reden. Ja. Also ich habe nicht persönlich Angst, dass ich das Virus bekomme, sondern ich habe einfach nur Angst, dass ich verhungern muss, ja, durch diese ganzen Hamsterkäufe. Wollen wir uns aber mal von dieser ganzen Situation jetzt hier nicht blenden lassen, sondern es gibt natürlich verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich die ganzen Verkehrsbetriebe unternommen haben, um ihre eigenen Fahrer selbstverständlich zu schützen. Und diese Modifikation ist jetzt natürlich hier auch in OMSI erhältlich. Und das möchte ich euch, wie gesagt, zeigen. Ihr seht es natürlich schon in dem MAN, ja, hier in Berlin hat man das Ganze so gemacht, dass man hier einfach so ein Absperrband hier einfach hingehangen hat, ja, damit die Fahrgäste nicht von hinten nach vorne kommen können oder halt die vordere Tür zum Beispiel auch nicht benutzen dürfen. Ne? Also das heißt, die Busfahrer müssen halt immer an jeder Haltestelle anhalten und müssen dementsprechend die Türen öffnen. Ja, und ja, das soll in dieser Mod funktionieren. Gestern war der Livestream vom Entwickler direkt gewesen, da hat es auch funktioniert. Allerdings weiß ich nicht, ob das bei mir ein Installationsfehler ist oder irgendwo was nicht stimmt, nicht hängt. Bei mir steigen hier absolut gerade aktuell gar keine Leute ein. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, im Entwicklerstream hat man es gestern gesehen, dass das Ganze auch funktioniert. Also da steigen die Leute halt wirklich hinten ein. Obwohl man die Tür vorne öffnet, sind die Leute trotzdem nach hinten gegangen und haben hier, wie gesagt, hier hinten die beiden letzteren Türen genommen. Hier vorne haben wir noch ein Schild. Vordereinstieg gesperrt. Bitte andere Türen benutzen. Kein Fahrscheinverkauf. Das müsst ihr, wenn das Ganze funktioniert nachher, dementsprechend auch so einstellen. Ja, dass ihr zum Beispiel keinen Fahrscheinverkauf mehr anhabt. Also in den Optionen, das dürft ihr nicht vergessen. Ja, weil sonst kommen die natürlich da irgendwie durch. Ja, dann laufen sie da durch. Ist natürlich zu dieser aktuellen Thematik sowieso unrealistisch dann halt wieder, ja. Also von daher müsst ihr, wenn ihr diese Mod benutzt, dann dementsprechend halt den Fahrscheinverkauf ausstellen. Also nochmal zur Info, also wie gesagt, dieses Schild kommt dazu, dann halt das Skript, dass die Leute, die Fahrgäste nicht mehr vorne einsteigen und wir haben hier hinten, wie gesagt, dementsprechend noch das Absperrband hier. Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Obwohl die Lage wirklich draußen chaotisch ist, ja, ist es halt schön, dass es halt auch echt nicht lange gedauert hat, bis so eine Modifikation auch mittlerweile ja in der Simulation mit wieder enthalten ist, ja, um das Ganze halt dementsprechend auch anzupassen. Wir sehen, wie gesagt, zum Beispiel, ja, wenn wir auch hier zum Beispiel in den Rückspiegel reingucken, sehen wir dann natürlich das Absperrband. Wir sehen hier zum Beispiel das Schild, dass das hier so raufgeklebt ist. Und auch wenn ich das Ganze jetzt mal kurz starte, ja, sehen wir zum Beispiel auch, dass das halt nicht einfach nur so rangepappt ist, sondern dass es halt wirklich auch mit auf und zu geht. Ja, das ist eine relativ coole Sache. Das hat er auch extrem fein gemacht, ja. Ich hatte ihn da angesprochen gehabt, er meinte so, er plant da irgendwie was und so. Ja, und dementsprechend, ja, jetzt ist es da. Es soll wohl auch für weitere Busse kommen. Aktuell ist es nur für den MAN DL 05, 07 und so weiter. Ja, weitere Busse sollen halt dementsprechend noch folgen. Mal gucken, wir werden euch da dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Was noch zum Beispiel schön ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass er sich hier auch wirklich die Mühe gemacht hat und nicht einfach nur das Ganze so einfach so hingeklatscht hat, einfach so eine 2D-Textur hat hier. Ne? Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal versuchen, das Ganze mal ein bisschen zu drehen und hoffentlich hier mal reinzukommen, wo wir das Absperrband finden. Oh. Wo sind wir denn? Jetzt sind wir zu tief hier. Ne? Also, hier sehen wir zum Beispiel, ne, dass er hier auch wirklich das Ganze versucht hat, so ein bisschen geflattert zu machen, damit es halt nicht einfach nur gerade ist, sondern er hat das Ganze noch so ein bisschen gewölbt, damit es halt einfach noch ein bisschen ja, nochmal realistischer, authentischer aussieht. Ja? Finde ich, das ist eine coole Sache. Ja, also, sieht echt schick aus. Also, da muss man sich wirklich mal sagen, da, das hat sich die Mühe definitiv gelohnt. Also, wie gesagt, gestern war Vorstellung gewesen im Livestream. Wie gesagt, heute ist es denn im Laufe des Tages für alle verfügbar. Wir werden mal ganz schnell noch ein Bild davon machen, damit wir das Ganze natürlich dann dementsprechend als Thumbnail benutzen können. Ja, wir werden jetzt mal kurz eine Runde drehen.
das alles andere, was ihr jetzt hier seht, das ist nicht enthalten. Ja, also wie zum Beispiel hier dieses Gerät hier an der Stange, hier vorne die Informationsschatulle hier, dass wir hier zum Beispiel ein paar Sachen haben, so wie jetzt hier den Funk, ja, hier unten Kaffee und so. Hier müsste bei mir eigentlich eine andere Schachtel sein, aber jetzt auch nicht mehr. Und wir haben hier noch so eine Scheibe, ja, das ist eine relativ coole Sache. Ich weiß gar nicht, hier die Scheibe, das sieht schon echt extrem cool aus, ne? Wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen bewegen, ist mir vorher nie aufgefallen, ne? Also von daher eine relativ coole Sache. So. Ah, guck mal hier. Kannst du hier Linie. Ah, guck mal. X ist für 5. M ist für 8. N ist 9. SS 00. KK. Großnummer laut Fahrzettel. Okay. Können wir jetzt natürlich auch nehmen. 115 haben wir jetzt hier dementsprechend. Und bestätigen das Ganze. Ja. Und warten jetzt natürlich noch auf die Leitstelle, dass die uns das Ganze jetzt hier einstellt. So. Wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier in den Spiegel gucken, sehen wir natürlich ja, dass es halt dann dementsprechend halt schon ja anders ist. Ich hab's probiert auch, also Neuruppiner Straße. Ich habe mir hier mein Windows jetzt nicht mein Omni zerschossen oder sowas, weil wenn ich hier mit dem Originalbus langfahre, funktioniert alles. Also da ist das Problem nicht enthalten. Ihr seht, ne, es versucht hier gar keiner irgendwie groß einzusteigen. Wenn ich jetzt hier vorne die Türen öffnen würde, ja, sie bleiben halt einfach aus. Wenn ich mit dem Standardbus fahre, ohne den Corona-Mod, da steigen die Fahrgäste ein. Also gehe ich halt stark davon aus, dass da irgendwo ein Fehler drin steckt, der, wie gesagt, den ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Reicht ja schon, wenn irgendeine Datei zum Beispiel irgendwo falsch eingeschoben ist oder sowas. Ja, also da vielleicht nochmal genau lesen, was da denn im OMSI Webdisk denn drin steht, weil da wird das Ganze dann nämlich heute veröffentlicht. Ja, also solltet ihr diese Mod haben wollen, dann unbedingt da heute mal auf das Tagesmal vorbeischauen. So, ein bisschen großzügiger fahren hier. Ne, also, das sieht schon verdammt schick aus hier. So, wir werden jetzt auch nur bis Rathaus Steglitz fahren. Wie gesagt, macht natürlich keinen Sinn, wenn hier keine Fahrgäste einsteigen, dass man jetzt hier großartig rumfährt. Ich habe auch schon geguckt, alles irgendwie nichts, gar nichts. Also, ich muss jetzt aber dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der große Modder, ja, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich modde mir das selbst sitze, dass das halt richtig ist. Also ich denke mal, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist, dann kann er nicht so gravierend sein. Ich kenne dieses Problem tatsächlich, dass ich mal im Bus gefahren bin, dass da keine Fahrgäste eingestiegen sind. Ludwigsfelder Straße. Ich habe sogar probiert, die Fahrgastzahl zu erhöhen, ja, damit dann vielleicht wollen sie ja wirklich nicht mitfahren oder sowas. Aber gerade hier an der Stelle, wo sowieso nur ein 115er fährt und ein N12, wären das eigentlich alles so Fahrgäste, die auf jeden Fall jetzt mitfahren würden, tun sie aber nicht. Also das ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Aber naja, denke mal, dass das relativ schnell gefixt wird, denn falls es wirklich ein Problem ist. So, ihr seht, ne, ich stehe wirklich daneben. Müssten jetzt einsteigen, sie steigen aber nicht ein. Wie gesagt, ich kann hier sogar die Türen öffnen. Ja, sie würden halt vorne nicht mal einsteigen. Aber wie gesagt, ich kann euch ja nur sagen, wie es ja war. Ich kann euch vielleicht den Livestream sogar unten noch in die Videobeschreibung mit reinpacken, dass ihr euch das selber angucken könnt halt. Dementsprechend, ne? Also da funktionierte es dann halt auch, dass die Fahrgäste wirklich, also auch wo vorne die Türen geöffnet waren, sind die Fahrgäste trotzdem hinten eingestiegen. Ja? Oder ihr müsst zum Beispiel auch vorne die Tür nicht aufmachen, um dass die Fahrgäste hinten einsteigen. Also das funktioniert halt wirklich alles ganz gut und ja, zeigt eigentlich eindrucksvoll, wie schön sowas funktionieren kann, dass man mal eben schnell was so ummodden kann, wenn man davon natürlich dementsprechend die Ahnung hat, ne? So.
Ja, muss ich mir mal ein bisschen entschuldigen, eine Tochter ruft mich hier die ganze Zeit irgendwie. So, 30er-Zone. Lübellstraße. Lübellstraße. So. So, aber wie gesagt, also ihr seht es hier, ne, das funktioniert nicht so hundertprozentig. Aber wie gesagt, das soll ja nur mal, wie gesagt, so ein kleiner Einblick mal so gewesen sein, was euch heute noch erwartet im Laufe des Tages mit der Corona-Mod für unseren MAN-DL. Wie gesagt, das ist absolut kostenfrei, darf natürlich nicht weiter verbreitet werden, ja, also nicht auf eigenen Webseiten hochgeladen werden und so weiter und so fort. Das sollte ja mittlerweile alles bekannt sein, diese Regelung. Also wie gesagt, das Absperrband und das Türschild und das Skript dazu, dass, wie gesagt, die Fahrgäste hinten einsteigen, das erscheint heute, wie gesagt, im Laufe des Tages. Ja, und sonst bin ich mal gespannt, sobald es hier natürlich ein Update gibt oder sowas, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es wirklich ein Fehler ist, dass es Ewigkeiten dauern wird. Dementsprechend werde ich euch dann relativ schnell zeitnah einen Fix dann hier nochmal präsentieren als Video und dann sollte das Ganze auch dementsprechend funktionieren. Ja, und damit verabschiede ich mich natürlich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nicht von der aktuellen Lage, sondern von der Mod. Ja, also von daher könnt ihr gerne mal so euch austoben. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Wie gesagt, weiteres findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie die Links und so weiter. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.